Hans lässt sich am besten beschreiben, dass er sehr zielstrebig ist. Und ich sag mal, der hat so dieses, das, was wir unbedingt brauchen, dieses Service-Gen in sich, also immer zu helfen. Und das setzt sich auch fort bei seinen Mit-Azubis. Meine Ausbildung macht mir besonders Spaß, dass es jeden Tag was Neues ist. Es ist nicht so, dass man sich irgendwo hinsetzt, monoton, sondern dass man immer was Neues erleben kann, neue Fehler, neue Aufgaben bewältigt werden müssen. Besonders typisch für meinen Job ist Dreck. Also wer Angst vor Dreck hat, soll diesen Job nicht machen, weil man geht manchmal sehr, sehr dreckig nach Hause. Er ist mit Fleiß dabei, er ist ruhig, er ist kreativ und sehr motiviert. Sobald ich hier raus bin aus der Werkstatt und zurück nach Hause fahre, bestimmt der kleine Kollege hier mein Leben. Denn ich bin seit 10 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Schenefeld und arbeite dort auch als Jugendfeuerwehrausbilder. Ich habe ihn selten gesehen, dass er schlechte Laune hatte. Bei ihm gibt es nicht wirklich ein Glas halb leer oder ein Glas halb voll. Bei dem ist immer das Glas voll. Ich weiß, er wird seinen Weg auch zukünftig machen, egal was jetzt in diesem Contest passiert.